Hallo und willkommen zu einem neuen Taschenvideo. Ich bin die Anne und ich bin total verrückt nach Handtaschen. Das ist so mein kleiner Slogan, den ich immer zu Anfang sage, aber es ist wirklich nicht gelogen, denn ich habe um die 300. Mal mehr, mal weniger. Manchmal gebe ich auch welche weg, verschenke sie, verkaufe sie und kaufe dafür ganz viele neue. Und darüber möchten wir heute reden. Oder generell möchten wir heute über meine neue Neuanschaffung reden, darüber möchte ich eigentlich reden, nämlich den Rucksack Kazuki oder Katsuki von Kipling, den ich hier habe. Und ich möchte mit euch zusammen auspacken. Und deswegen muss ich das Video auch unbedingt jetzt machen, denn wenn er mir gefällt, möchte ich ihn gleich in Betrieb nehmen. Und ich muss nachher zur Arbeit und dann soll der gleich mal zeigen, was er kann. So. Ich bin nämlich schon lange auf der Suche, das habt ihr vielleicht in meinen anderen Videos mitgekriegt, nach einem Rucksack, der wirklich hält, was er verspricht, der bequem ist, in dem ich meinen Laptop transportieren kann, ohne dass mir die Gurte in die Schulter schneiden und der mich so durch den Alltag begleitet. So, mal gucken, ob das der Katsuki von Kipling werden könnte. Ich habe den bei Amazon bestellt für etwas unter 60 Euro, also 59,90 so um den Dreh. Das ist die Farbe Peppery Black. Er hat hier diesen etwas edleren Affen. Diese puscheligen Affen, die kann ich nicht leiden, aber Kipling ist wirklich von der Qualität her einfach die beste Marke. Und auch wenn die oft so sportlich daherkommen und das nicht so jeder Frau's Style passt, lande ich immer wieder bei Kipling, weil ich einfach so begeistert von der Qualität bin. Also, er hat den kleinen Affen und er hat hier vorne ein Logo in so einem etwas helleren Schwarz. Ich würde sagen, es ist fast so eine Art Anthrazit. Genau, ich zeige euch den mal etwas zurück. So, der ist noch komplett verpackt. Und hier hinten steht auch nochmal das Modell. Die Kamera fokussiert nicht richtig. Katsuki von Kipling. So. Und obwohl der schwarz ist, wirken diese Träger, also erstmal sind die sehr weich, wirken fast so ein bisschen im Tageslicht, fast so ein bisschen dunkelblau, aber das finde ich eigentlich schön. Und auch, also vielleicht ist es nur mein persönlicher Knick in der Optik, aber auch die Reißverschlüsse, das wirkt alles nicht so tiefschwarz. Also die Träger hier oben, die zwei, die man hier oben hat, sind sehr schön weich. Und hier hinten, die sind auch weich und die sehen nicht verstärkt aus. Ich mache mal einen auf. Und ich mag das aber eigentlich auch bei so City-Rucksäcken, sage ich jetzt mal. Entschuldigung, City-Rucksäcke sind ja eigentlich klassischerweise klein. Der ist nicht klein. Das ist ein richtiger ausgewachsener Rucksack. Aber die kommen ja oft eher etwas eleganter her, die sollen ja auch im Alltag eben taugen, auch zu Meetings mitgenommen werden und so. Und da finde ich es immer schöner, wenn die Gurte nicht verstärkt sind, wie bei so klassischen Laptop-Rucksäcken. Das lässt sich wie immer bei Kipling sehr leicht verstellen. Super cool. Und auch sehr lang verstellen. Also ich glaube, da wird jeder. Genau. Also ihr seht, es wäre für mich zu lang oder je nachdem, wie lang man es gerne trägt. Und dann haben die Kipling. Hardware hat dann auch immer das kleine Logo überall drauf. So, okay, dann gucken wir uns den nochmal von innen an. Also der hat vorne drauf eine Tasche, die bis ganz reingeht und die mit einem Stoff ausgekleidet ist. Genau, der hat hier oben drauf eine große Öffnung, sehr große Öffnung, die man wirklich sehr gut auch ganz aufmachen kann, um alles zu finden. So. Und den kann man so quasi aufklappen. Also wenn der nicht richtig gefüllt ist, wird er sich so zusammenfalten, nehme ich mal an. Vielleicht ist es auch so gewünscht. Und wenn der voll ist, sieht er dann so aus. Und wir gucken mal rein zusammen. Also erstmal, was ganz wichtig ist, der hat hier hinten eine verstärkte Tasche. Vermutlich für den Laptop oder für andere Endgeräte, so Pads oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, da Dokumente drin zu transportieren, die nicht verknicken sollen, ne? Dafür ist es hier sehr schön dick gefüttert. Dann hat er hier natürlich so die Klassiker, zwei Stifthalter, große Einnähtasche, kleine Einnähtasche, den kleinen tue ich immer mein Pfefferspray rein in die große, die Maske. Und dann hat er hier auch noch eine Reißverschlusstasche. Und wie immer bei Kipling sind die sehr schön leichtgängig. Was der nicht hat, oder zumindest sehe ich es jetzt nicht, nein, hat er nicht, ist so eine Schlüsselschlange, wie man es gewöhnt ist. Ich gucke nochmal vorne rein, dass ich den nicht unrecht tue. Nein, hier nicht.
Und er hat hinten, dafür mache ich jetzt mal den zweiten Gurt auch auf und etwas länger, hat er noch eine Reißverschlusstasche auf der Rückseite, die aber nicht über die gesamte Breite geht, das seht ihr hier, und die auch nicht über die gesamte Tiefe geht. Manchmal hat man es bei Kipling, dass es dann noch bis runter geht. Und ich finde, der macht insgesamt einen sehr guten, sehr wertigen Eindruck. Hier ist so ein ganz bisschen die Naht steht ab, aber ich kenne es einfach von Kipling, dass die, ich will nicht sagen für immer halten, aber wirklich sehr, sehr lang halten. Und ich finde den schön und ich glaube, ich behalte den und nehme den gleich mit zur Arbeit. Genau, ich hoffe, dieses Video konnte euch in eurer Entscheidung helfen, ob ihr euch den auch bestellt. Und ich würde sagen, ich würde ihn empfehlen. Aber vielleicht muss der auch erstmal im Praxistest zeigen, was er kann. Aber so macht er wirklich einen sehr guten Eindruck auf mich. Macht's gut!